Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück hier auf Abambule TV zu einem weiteren Let's Play Obscuritas mit eurem Icy. Ja, und wie ihr bei der letzten Folge gesehen habt, sind wir jetzt am Friedhof angekommen und machen die Vorstellung mal hier im Ladescreen, weil wir ja gesehen haben, dass dieser böse Wachhund da, dieser Geisterwolf, uns am Spawn direkt gefressen hat. Also springen wir am besten von hier in das Spiel und vergolden nicht zu viel Zeit. Und ja, wir springen einfach mal direkt rein. Hier, man sieht es auch, wir sind im zweiten Kapitel des Spiels angekommen. Es sind noch einige Rätsel zu lösen. Ich denke mal, ja, so wie es aussieht, na, wir haben noch nicht ganz die Hälfte. Also noch einiges an Filmmaterial haben wir vor uns. Und springen direkt mal rein hier in den Friedhof. So, guck mal, dass wir nicht direkt gefressen werden. Der Spielstand wurde geladen. Mal schauen, was wir hier machen müssen. Es ist ziemlich hell hier, das ist schon mal gut. Und wir schauen einfach direkt mal hier auf der linken Seite an dieser kleinen Kapelle hier oder an dem Grabstein. Da scheint nichts zu sein. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, nicht, dass der böse Hund wiederkommt. Es hat bestimmt irgendetwas zu bedeuten, dass er hier patrouilliert oder so. Wir haben hier eine Kerze ausgemacht. Oh nein, das ist der falsche Weg, da kommt der böse Hund. God damn it. Die ersten 45 Sekunden in meinem Let's Play sind mir schon gestorben. Fängt sehr gut an heute. Oh je, Mini. Ich glaube, das könnte heute ein hartes Rätsel werden. Aber nichtsdestotrotz, wir werden es schaffen, dieses Rätsel zu lösen. Davon bin ich sehr überzeugt. Ganz schnell beeilen wieder, bevor der Hund kommt. Also hier links war nichts, das haben wir ja schon herausgefunden. Der Hund war da hinten, also laufen wir hier geradeaus weiter. Und diese Kerze da auszumachen war wahrscheinlich falsch. Es hat auf jeden Fall was mit den Kerzen auf den Grabsteinen zu tun. Hier ist noch so eine Kirche oder was es ist, beziehungsweise so ein Grab. Der Weg war auch falsch. Diesen Grabstein haben wir gerade ausgemacht. Können wir hier vorbeilaufen? God damn it! Fängt auf jeden Fall gut an. Also, wir dürfen diesem Hund definitiv nicht über den Weg laufen. Obwohl, wir sind ja auch, als wir den Weg bis hier gelaufen sind, da sind wir ihm ja auch begegnet, ist er sogar an uns vorbeigelaufen, da hat er uns nichts getan. Die sind überall so kleine Kapellen, aber da ist ja nichts, oder? Vielleicht, wenn wir eine Taschenlampe anmachen, lässt er uns in Ruhe, aber das haben wir ja eben schon versucht. Oder wir müssen halt warten, bis er vorbeigeht, sodass wir da vorbei können. Nur das Problem ist, ich denke, er sucht uns ja. Er weiß ja, wo wir sind. Da ist er. Vielleicht, wenn wir uns ganz still halten. Geh vorbei. Sarah! Ja, sauber. Schnell vorbei. Zack, zack. Kerze aus. Lauf! Der Hund ist hinter uns. Wir haben es geschafft. Hier lang. Hier ist keine Karte, also laufen wir hier lang. Oh, das sieht schon mal gut aus. Jumpscare. Nicht so scary. Springen uns ins Gesicht. Ja, können wir mit leben. Ist hier irgendetwas? Nein. Sieht nicht so aus. Oh, hier ist eine Falle. Da gehen wir noch nicht rein. Hier sind überall diese Gräber. Haben die irgendwas zu bedeuten? Zwei Schlangen. Ich höre auf jeden Fall den Hund noch nicht. Da ist eine Druckplatte. Da gehen wir nicht drauf. Kann man das Rad hier abmachen? Nein.
Wo ist der böse Geister wohl? Er ist irgendwo hinter uns wahrscheinlich. Hier eine Kapelle. Eine Ruine von einer Kapelle. Hier ist auch nichts drin. Oh, Jemine. Und eine weitere Kerze. Wir müssen uns ein bisschen beeilen, glaube ich. Nicht, dass der Hund wieder hinter uns ist. Nein, ich höre ihn nicht. Wir haben uns jetzt schon zwei Kerzen ausgemacht. Vielleicht ist das der Schlüssel zum Erfolg. Oder wir müssen diese Kerzen in der richtigen Reihenfolge ausmachen. Oh mein Gott, hier ist nichts. Das ist noch eine Kerze. Und schnell hier lang. Ich rede gerade extra nicht so. Fuck, was war das? Da noch eine. Oh nein, Sackgasse. Schnell zurück. Lauf, Bro. Wir sind auf jeden Fall richtig, glaube ich. Das könnte der Ausgang sein. Ich glaube, wir haben es geschafft. Aber wir freuen uns mal nicht zu früh. Tür geht auf. Nein. Also wenn jetzt der Hund kommt und frisst uns und wir das Ganze von vorne machen, müssen wir natürlich echt mega frustrieren. Aber wir beeilen uns. Sarah, move! Sarah! Beweg dich! Das Schnampel bringt dir einfach mal gar nichts. Ein Haus. Das Gras wird immer höher. Da oben ist jemand. Jetzt nicht mehr. Wir würden gerne hier rein. Gibt es hier einen Weg hinein in das Haus? Nein. Auf diesem Stuhl vielleicht? Nein. Aber hier wird bestimmt irgendwo ein Schlüssel liegen. Als hätte ich es nicht geahnt. Wir haben noch 5 Batterien. Hier ist die. Bitte nicht, Bro. Schnell. Wir rennen weiter. Aber wohin rennen wir? Hau bloß ab, ey. Wir haben es geschafft, Leute. Das erste Rätsel. Wir machen natürlich heute weiter, weil das ist ein bisschen kurz. Und wir haben Ostern. An Ostern gibt es natürlich mehr. Ein Geschenk von mir an euch. Wir sind irgendwo fliegen. Mit den Streichhölzern kannst du Kerzen anzünden. Danke für den Hinweis, Sarah. Aber das hatten wir bereits schon erfahren. Was haben wir hier? Batterien haben wir noch. Aber wenn das mit dieser Taschenlampe so weitergeht, haben wir schnell keine mehr. Okay, ein Wasserboiler oder Gasboiler, wie das ja aussieht. In diesem Raum muss es doch irgendetwas geben. Hier ist doch nicht einfach ein Raum mit einem Gastank oder Wassertank oder Öltank, wie ihr es denn gerne hättet. Aber da das hier gelb ist, gelb heißt ja wohl für normalerweise Gas. Ja, habt ihr was gelernt auf meinem
Stream wollte ich schon sagen. Aber ich streame ja auch normalerweise. Ein Schlüssel. Und war da gerade etwas irritiert durch. Aber wir sind ja gerade hier auf YouTube. Hierfür war dieser Schlüssel. Wir kommen ins Hausinnere. Blut. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo fangen wir denn hier am besten an? Ich denke, wir fangen hier an. Ja, das sieht ein bisschen aus wie ein Zahnarztstuhl. Ein bisschen Fantasie. Also in diesem Raum ist wirklich nichts. Außer ein Stuhl. Und ja. Irgendetwas. Kann man die Schubladen öffnen? Nein. Es könnte aber auch ein Krankenhaus sein. Obwohl für ein Krankenhaus wäre das ja alles ein bisschen klein. Wenn ihr mal aber so drüber nachdenkt, wir sind ja gerade in dieses Haus reingegangen. Und von außen sah dieses Haus um einiges kleiner aus. Weil wir sind hier direkt um das Haus rumgelaufen. Also hier sind sehr, sehr viele Räume, wie ihr schon seht, die momentan einfach keinen Nutzen haben. Man kann hier weder Schubladen aufmachen, noch sonstiges. Waren wir hier schon drin? Ja, da waren wir drin. Ich hoffe nicht, dass wir jetzt die Hälfte unserer Zeit damit beschäftigt sind, irgendwelche sinnlosen Räume zu begutachten, die einfach gar keinen Nutzen haben. Das wäre natürlich fatal. Aber das Problem ist, wenn ich diese Räume nicht begutachte und hier irgendwo hinter irgendeinem Bett, an irgendeiner Schublade ein Schlüssel liegt und wir diesen vergessen, kommen wir natürlich am Ende des Spiels nicht weiter. Wir nähern uns dem Finish. Also hier ist nichts, hier ist auch nichts, sind wir uns ja allen einig, dann gehen wir weiter. Eingangshalle, perfekt. Kann man durch diese Tür hier? Wahrscheinlich nicht. Doch, wir können da rein. Ist hier irgendein Es war nur der Toilettendeckel. Alle Waschbecken inspizieren, nix. Fliegen. Hier hat auf jeden Fall jemand einen guten Stuhlgang. Ja, die Dosen, die kennen wir ja mittlerweile. Gehen wir schon hier hoch oder gehen wir nochmal eins weiter? Ich würde sagen, wir gehen nochmal eins weiter. Ist hier irgendetwas, was wir mitnehmen können? Da, Batterien. Brauchen wir noch nicht. Es ist nämlich noch ziemlich hell hier. Okay. Wir haben jetzt einfach mal 5 Minuten unserer Zeit verschwendet und haben hier jegliche Räume durchgesucht und es war einfach nichts hier. Wir gehen einfach mal in diesen Raum. Das gleiche Spiel von vorne. Aber diesmal gehen wir direkt hier lang. Aber ihr könnt mir sagen, was ihr wollt. Ich habe dieses Gefühl, wenn ich hier nicht alles nachschaue. Wird hier irgendwo ein Schlüssel versteckt sein. Ach du fuck, der Hund, da ist was. Jemand hat die Sicherung entfernt. Danke, Sarah. Jemand hat die Sicherung entfernt. Wir suchen also eine Sicherung. Da haben wir doch eine. Perfekt. Wir brauchen nur noch 2. Fuck my life. Das hat mich... Okay, Leute. Really? Doggy hat uns hier gefressen? Ich sag einfach mal, bis gleich. Da sind wir wieder.
Sicherung eingebaut. Und diesmal laufe ich von dem Hund weg. Gar keine Lust darauf. Vielleicht müssen wir uns auch in dieser Räume hier verstecken. Wenn der Hund kommt. Das Problem ist, ich höre ihn ja gar nicht. Ich habe ihn noch eben gar nicht gesehen, ist das Problem. Wir suchen noch zwei Sicherungen. Sarah. Oh nein, wir müssen Richtung Hund gehen. Das kann ja wohl nicht deren... Er ist vorbei. Lauf! Nicht über die Dose. Nicht über die Dose. Nein, das ist keine Sicherung. Fuck! Bis gleich. Versuch Nummer 3. Sicherung ist eingebaut. Böser Hund. Keine Ahnung, wo er ist. Aber wir locken ihn einfach mal an. Sehen wir ihn schon? Und verschwinden dann direkt hier in diesen Raum. Wo ist er? Da hinten kommt er. Schnell hier rein. Er ist vorbeigelaufen. Wir beeilen uns diesmal. Damit, hier sind keine Sicherungen. Kein Hund da. Verdammt, keine Sicherung. Ein OP-Saal. Ich habe Angst vor diesem blöden Hund. Nicht, dass der uns schon wieder frisst. Da, eine Sicherung. Wir haben eine gefunden. Lauf, Sarah! Verdammt! Da war der Hund! Er geht nach rechts. Da müssen wir aber auch hin. Wir müssen jetzt zuerst die Sicherung einbauen. Scheint keinen Strom zu haben. Okay, wir wissen also, dass wir verdammt! Okay, letzter Versuch. Bis gleich. So, willkommen zurück, meine lieben Freunde. Und ich habe gerade die dritte Sicherung bekommen. Das scheinen wir alle gewesen zu sein. Jetzt müssen wir nur noch den Aufzug finden. Oh mein Gott, war das knapp. Oh mein Gott, ich habe es nämlich noch 2-3 Mal versucht. Und als ich hier gestorben bin, musste ich das ganze Prozedere von vorne begehen. Und das wollte ich euch jetzt einfach mal ersparen, weil es ist wirklich hart lästig. Man darf halt alles machen, nur nicht auf diese Dosen treten. Das habe ich schon rausgefunden. Hier war vor allen Dingen die dritte Sicherung in diesem Gang. Nein, wir treten nicht auf diese Dose und locken den Hund an. Wir treten auch nicht auf diese Dose und locken den Hund an. Die Frage ist... Fuck.
der Hund kommt. Ist er weg? Ich glaube, er ist weg. Die Frage ist jetzt, wo war der auf? Oh mein Gott, Boys and Girls! Es war close. Wo war der Aufzug? Nein, hier war der Aufzug nicht. Wir gehen weiter. Hier war er nicht. Hier war er auch nicht. Hier schon mal gar nicht. Der war hier irgendwo. Wenn ich mich recht entsinne. Nein, die Räume waren nur zum Verstecken da. Wo war der Aufzug? Fuck. Wo ist der blöde Aufzug? Nicht, dass unser Freund wiederkommt. Das muss er sein. Könntest du ein bisschen schneller hochfahren? Direkt neben dem Sicherungskasten. Great job, Icy. Geh auf. Wir sind im Aufzug. Egal wohin. Aber fahr. Egal wohin, aber fahr. Ich glaube, wir haben es geschafft. Ich hoffe es zumindest. Weil das Ganze hier nochmal machen, wäre ziemlich ätzend. Hallo? Was nun? Kommen wir nicht aus dem Aufzug raus? Ein Jumpscare, sie isst irgendwas. Der Aufzug blutet. Jetzt ist es nicht so toll. Aber das wollen wir natürlich nicht verpassen, was jetzt passiert. Danke, die Tür ist offen. Und der Spielstand wurde... Really? Wenn ich hier jetzt sterbe, ne Leute? Dann ist hier alles vorbei. Leichenhalle, wir laufen trotzdem weiter. Nicht, dass der Hund kommt. Wir müssen immer noch speichern. Wir laufen... Fuck, die Tür ist zu. Also suchen wir nur einen Schlüssel. Und der Schlüssel liegt wahrscheinlich in der Leichenhalle. Sag mir nicht, der Schlüssel liegt oben. Aber das kann nicht sein, dann hätten wir uns nicht runtergelassen. Davon gehe ich ganz stark aus. So, diesen Schlüssel werden wir noch finden. Sag mir nicht, ich muss hier alle Dinge aufmachen. Nein, aber irgendeins wird es sein. Nur wir wissen noch nicht welches. Das war es auch nicht. Aber Sarah hat Kopfschmerzen. Danke für den Schlüssel. Und hallo Puppe. Dich kennen wir ja bereits. Wir laufen ganz schnell zu der Tür. Und wir haben es geschafft. Das war's. Zwei Rätsel gelöst. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal bei Obscuritas. Macht's gut, euer Icy. Gut, euer Icy.